Wir haben immer noch schwarzes Gold, das wir fördern wollen. Und damit soll es jetzt auch weitergehen. Und wir fangen an in 3, 2, 1, ab geht's. Und damit herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge Satisfactory mit dem guten Ragnar. Ich hatte gestern ein wenig Besuch und wollte eigentlich gestern Abend auch schon die Aufnahme machen. Der gute Yoshi war hier, der Contestgewinner von dem Brückenwettbewerb und hat mir hier eine kleine Hochbahn hingezimmert, wo wir später unseren Zug drauf verfrachten können. Ne? Vielen lieben Dank und viele liebe Grüße gehen raus. Der ist ja alles schon mal vorbereitet. Ich habe da schon mal Hypertubes rangespackst, so dass wir da demnächst tatsächlich schnell wieder in unsere Basis kommen. Und wir müssen da hinten noch ein bisschen was verändern, ne? Müssen da einen kleinen Weg rumbauen. Da bin ich noch nicht ganz zufrieden mit, so wie es jetzt ist. Aber das machen wir an einem anderen Tag. Jetzt würde ich erstmal sagen, fangen wir an, unsere Grundlagenproduktion hier ein bisschen umzubauen. Wir hatten ja jetzt mal alles so gebaut, dass sich das halbwegs selbst erhält. Die Sache ist, wir haben halt noch zu wenig Strom. Ne, wir spaxen den hier erstmal wieder an und dann läuft hier wieder alles. Ne, wir sind noch abhängig von diesen geschredderten Biotreibstoff-Scheiß. Und das ändern wir jetzt als allererstes mal. Ne? Wir hauen uns hier erstmal ein bisschen Kohlegeneratoren auf den Markt. Wir lassen hier zwischen aber ein bisschen Platz, damit wir da im Zweifelsfall nochmal eine Pipeline durchziehen können. Und dann bauen wir uns hier eins, aber möglichst parallel. Zwei, drei, vier, fünf Kohlegeneratoren hin, die wir dann erstmal gleich ein bisschen mit Wasser und Co. versorgen. So, hier haben wir noch den ersten stehen. Der kriegt jetzt erstmal. Ne, erstmal nehmen wir das hier weg. Nö, zu teuer. Oh! Ich habe tatsächlich kein Stahl da, aber ich habe auch das vorbereitet. Ich habe uns ein bisschen Stahl schon organisiert. Ich hoffe, das reicht für eine Weile. So viel ist es, glaube ich, gar nicht mehr. So. Dann brauchen wir erstmal ein paar Splitter, die uns hier die Kohle fleißig verteilen, den Koks fleißig verteilen. Eins, zwei, drei. Von wo holen wir das? Ich glaube, ich hole das lieber von hier nachher. Das heißt, wir drehen die alle noch mal um. Das macht, glaube ich, mehr Sinn. Ja, das ist mir lieber. Ja. Ne, ich zeige euch gleich, warum. Und hier auch noch ein. Denn das Kraftwerk, das jetzt da steht, das soll ja auf lange Sicht dann weg. So, damit können die dann erstmal gleich alle Koks kriegen. Das ist auch das erste, mit dem wir anfangen tatsächlich. Damit wir die nachher gut ans Netz kriegen. So. Ihr seht, wir haben hier erstmal einen ordentlichen Überschuss. Und flattern das jetzt erstmal hier rüber. Recht ungeordnet auch. Müssen den Splitter noch Bescheid geben. L-Keule. Linke Ausgabe. Da haben wir jetzt erstmal den Überschuss hin. Und da nehmen wir das raus. Nö, doch, da können wir den Überschuss auch lassen. Und dann sollte das fleißig aufgeteilt werden. Aber wahrscheinlich 50-50. Ne? Das macht ja auch wenig Sinn. Dann nehmen wir den rechten raus. Keine und gut ist. So, das heißt, der produziert jetzt nach und nach hier ein bisschen Koks. Hier liegt noch ein bisschen was auf dem Band rum. Den lassen wir erstmal noch voll, bis sich die hier ein bisschen gefüllt haben. Und in der Zwischenzeit bauen wir uns hier Pumpen hin. Für vier Kraftwerke kommen wir eigentlich mit zwei Pumpen. Ich glaube, mit zwei Pumpen kommen wir aus, ne? Wir gucken mal. Der fördert, maximaler Durchfluss ist mir egal. 120 aber, glaube ich, ne? Wasserextraktor, 20 Strombrauch, 120. Da kommen wir mit zwei Pumpen erstmal aus. Ne, wir wollen nicht gleich übertreiben.
Und die setzen wir dann. Na, ich glaube, da will ich erstmal noch ein Fundament dran haben. Dann setzen wir hier nämlich das Wasser lang. Na, und kommen hier noch halbwegs durch. So, ist hier genug? Ja, eigentlich ist hier genug Platz. Das passt. So, Wasserextraktoren. Zwei Stück können wir uns auch leisten. Das ist schon mal schön. Wie, nicht genug Freiraum, willst du mich rollen? So, dann passt's. Dann passt's. Nee, ist es doch schief oder was? So ist gerade. So. Schön, dass es so passig wie möglich ist. Wir so weit rankommen wie möglich. Das sieht schon besser aus. Na komm. Bisschen geht noch. So, wenn wir sie erstmal ausgerichtet haben, ist alles cool. Das passt. Und na, das auch. So, der zweite sollte schneller gehen. Zack, direkt daneben. Und dann ist das doch schon mal cool. Ah, das ist natürlich unschön. Aber das lösen wir auch relativ easy. Indem wir da einfach andere Fundamente reinhauen. Und zwar. Passen die? Die würden passen. Können wir kleinere nehmen? Sogar die dürften reichen. Das ist ja schön. Und da hauen wir nachher andere Fundamente drunter. So, dann setzen wir erstmal die Kreuzstücke. Die müssen unter Logistik sein. Ja. Und packen die. Was? Kriegen wir die nicht zentral hin? Das ist ja ganz schön assi. Das ist ja assi. So, hier rüber und da aber mittig. So, da haben wir es schon mal passig. Und dann ist das hier auch passig. Dann holen wir uns ein paar Röhren. Zack. Und gehen einmal daran, einmal daran. Das müsste genau identisch aussehen. Sehr schön. Langsam habe ich diese blöden Dinger drauf. So, und dann geht das von hier relativ passig weg. Pipeline-Stütze. Können wir hier lang gehen? Ja, wir können hier lang gehen. Sollte kein Problem geben. Nur gucken, ob das mit dem Rohr passt. Natürlich nicht. Wäre ja auch zu schön gewesen. Man kann halt nicht alles haben, ne? Wir gucken mal, wie weit wir rüberkommen. Oh, sehr weit. Das ist schön. Und gucken wir nochmal. Wir können sogar einen weiter vor, glaube ich. Ja. So ist super. Und dann gehen wir, glaube ich, direkt gleich klar drüber. Den Platz haben wir ja alle mal. Ziehen Rohr da lang. Zack. Und setzen die Pipeline-Zwischenstücke, damit das Ganze mit Wasser versorgt wird. Einmal so. Einmal so. Und einmal so. Ein Rohr dran, zweites Rohr dran. Ah, ich glaube, zwei von drei sind schief, ne? Wir gucken mal nochmal. Wollen eine durchgehende Linie. Wenn wir es machen, dann machen wir es auch richtig. So sitzt das, sehr schön. Hier ist gerade, hier ist auch schief, meine ich. Zumindest leicht. So. Gucken wir nochmal. Das ist auch schief. Ich bin da. Manchmal bin ich pedant, ne? Ekelhaft. Und nochmal bitte. Ja, so reicht mir. So ist für mich okay. Gut. Dann brauchen wir Strom. Den holen wir jetzt erstmal noch von da. In Ermangelung an anderen Alternativen. Und können eigentlich auch bis hier hinten ran. Können sogar bis hier hinten, glaube ich, rangehen.
Nee, aber bis hier. So, du kriegst, du kriegst. Dann dürfen die einmal anlaufen. Ich hoffe, das reicht mit dem Strom. Aber ich glaube, wir haben ein bisschen Puffer. Ja. Ein klein bisschen Puffer haben wir. So. Hier kommt das erste Petrokoks. Petrokoks an. Das ist auch herrlich. Dankeschön. Ach, hier sind schon 70 drin. Das ist ja herrlich. So. Das heißt, darum haben wir uns erstmal gekümmert. Die können jetzt langsam volllaufen, sodass wir die nachher ans Netz nehmen können. Der wird umgebaut tatsächlich. Der kommt hier rüber. Daran stören wir uns jetzt erstmal weiter, aber nicht. Habe ich Platz im Inventar? Ja, habe ich. Sehr schön. Der kann erstmal weg. Und dann planieren wir hier erstmal ein bisschen. Zack, zack. Dass wir hier ein bisschen Platz haben. Dann müssen wir gleich erstmal gucken, wie viel da aus dieser dusseligen Pipeline rauskommt. Zack, 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 zack. Und wie viele Raffinerien wir denn tatsächlich auch anschließen können. Wir haben einen maximalen Output von... Meine Güte, da hängt mir was in der Nase quer. Jetzt sind es 48, maximal sind es 120. Okay, und eine nimmt ab. Meine Güte, 30. Und das nicht nur da hoffentlich, sondern auch hier. Ich stelle mal einmal um. Auch 30, gut. So. Ich hoffe, jetzt ist hier nicht... Entschuldigt mich, ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder, hoffentlich mit Nase leer. Und wir waren dabei, weitere Raffinerien zu bauen. Die können wir hier erstmal als Platzhalter eigentlich stehen lassen. Die drehen wir nachher einfach bei Bedarf um. Und dann haben wir hier eine Raffinerie. Zulauf brauchen wir. Wir brauchen noch Stahlrohre, okay. So, warum mache ich hier so einen krummen Zulauf? Das ist ja eigentlich auch Blödsinn. Wir können ja weiter nach hinten gehen. Also an Platz soll es ja jetzt nicht mangeln. So, ich brauche Motoren und Stahlrohre. Haben wir ja zum Glück alles da. Und dann gucken wir mal, dass wir das ein bisschen nach hier verlagert bekommen. Raffinery. Ich wollte gerade sagen, fehlt da wohl nichts mehr. So, Ausgang nach da. Und dann ziehen wir dich mal ein bisschen vor. So, dann geht das Ganze bis hier. Wie sieht es denn mit Petrokoks aus? Können wir euch schon anschmeißen? 24, ja, das reicht. Das ist soweit okay. Bevor wir alles doppelt und dreifach machen, machen wir es doch lieber gleich richtig, oder? Erstmal kommt hier Strömung hin, damit wir die alle anschließen können. Du kommst ran. Du kommst ran. Du kommst ran. Und du kommst ran. So. Dann haben wir hier erstmal alles und können den Scheiß hier wegreißen. Wir haben erstmal grundsätzlich eine Produktion am Laufen. So. Weg, weg, weg. Dann machen wir es gleich sauber. Und der Scheiß auch weg. So. Bevor hier Villa kunterbunt ist. Dann bauen wir hier erstmal ein Rohr lang. Das ja zum Glück schon mittig ist. Ah, da seht ihr es. Das Ding ist nämlich schon im Weg. Und das hätte uns nachher den Tag versaut. Muss ja nicht sein. Bis hier kommen wir. Ja, sehr schön. Die müssen vielleicht nochmal weichen. Das ist aber nicht das Problem. Nö. Nee. Passt, ne? So, die kriegen nur Öl. Und geben das nachher zur anderen Seite hin raus. Okay, wir lassen uns Platz.
Also nicht hier zum Rohr hin, da brauchen wir keinen Platz, zumindest nicht viel. Obwohl, wir könnten es hier passig ransetzen, ne? Wäre, glaube ich, schon schön. Wünschenswert, nennen wir es so. Nennen wir es wünschenswert. So, eins, zwei, drei. Macht aber einen schönen Knall, meine Güte. Boom. Ist ja reinste Gewitter hier. Herrlich. So, und jetzt brauchen wir die da. Und knolzen die einfach drunter. Sieht man ja spitze. Eins. Na komm. Zwei. Drei. Und vier. Oh, das passt sogar mit dem Rohr hier hinten. Das ist ja der Wahnsinn. Und dann gehen die auch schon ran. Eins. Zwei. Drei. Und vier. So, du hast die Produktion schon hochgeschraubt. Ja, der ist auf 120. Sehr schön. Das heißt, die können jetzt nach und nach volllaufen hier. So, wir machen einmal Kunststoff, zweimal Kunststoff und zweimal machen wir Gummi. Zack. Und zack. Und da geben wir aus 20 Flüssigkeit, 40 Flüssigkeit. Ja, wahrscheinlich dann 60, ne? Ne, hier nur 10. Ah, okay. 60 Flüssigkeit geben wir raus. So, dann brauchen wir dich noch. Brauchen wir dich noch? Ich glaube, dich brauchen wir gar nicht mehr. Du kannst, glaube ich, schon das Zeitliche segnen. Ganze Scheiß hier kann weg. So. Dann reißen wir dich ab. Strom müssten wir mittlerweile hier hinten haben. Jupp. So. Kriegst du nochmal 50 nach. Du nochmal 50 nach. Du nochmal 50 nach. Und du, ah, 50 nach. Ein bisschen mehr. Ah, schadet auch nichts. So. Jetzt bauen wir uns hier eine zweite Linie. Erstmal ein bisschen Fundamente drauf. Machen wir mal so. Nee, das war schon zu viel. So machen wir das. Und dann nehme ich hier schön Glasfundamente. Zack. Haben wir nur immer eine Stütze quasi. Und der Rest ist durchsichtig. Das wäre schöne, schöne, was ihr hier noch sehen könnt. So, dann gucken wir einmal. Einmal grob platziert. Petrokoks, Bedarf 40. Ne, kriegen wir sogar fast voll ausgelastet. Das ist ja irre. Brauchen wir nur zwei Stück von. Da. Boah, Schnief, ey. Ist ja ekelhaft. Ich muss die echt weiter nach hinten setzen. Das ist ja ultimativ kacke. Dann machen wir erstmal hier so eine Organisation, industrieller Container. Du kriegst das jetzt einfach erstmal reingeschubst hier. Boah, das ist ja cool. Ist das neu? Dass die hier mit diesen Stützen stehen? Das ist ja voll geil. Gut, das wird schon mal abtransportiert. Du müsstest schon. Oh Gott, ich habe einen Haufen Beton. Und Sprungstelzen. Und den ganzen Kram von Yoshi. Wow! Mist. Wir müssen umverteilen. Erstmal Beton raus. Ja, ein bisschen was werden wir wohl brauchen, ne? Wohin damit, wohin damit, wohin damit? Ja. Keine Ahnung. Scheiß noch eins. Brauchen wir einen zweiten Container. Boden zu steil. Naja, das kriegen wir hin. Zack. Lager das mal aus. So, wir machen den Scheiß erstmal los. Wir gucken mal, dass wir das ein bisschen beschleunigt kriegen.
Zack. 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 Meine Fresse, ist ja fast nix, wa? So, 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 so mit O. Und die werden schon abgeführt, sehr schön. Der Rest wird gleich von alleine sich erledigen. Die behalten wir und so, dann müsste der leer sein. Jupp, sehr schön. Müssen wir nur noch bei dir nachhelfen. Das geht aber fix. Plastik. Na komm. Machen wir huschdi-puschdi hier. So, dann ist der auch leer. Und wir haben hier Platz, um die Flüssigkeiten abzutransportieren. Hier lassen wir aber ein bisschen Platz. Wir nehmen erstmal Reihe Merger. Rödel, rödel, rödel. Machen wir hier gleich eine Overflow-Reihe? Nee, eigentlich nicht, ne? So, aber ein bisschen mehr Platz brauchen wir. Na, mal was hier. So. Ein, zwei. Die Nuss nehmen wir noch mit. Was ist nun? Kein Beton. Geil. Da habe ich so viel Beton hin und her geschleppt. Und jetzt habe ich keinen mehr im Inventar. Wie gut ist das? So. Zack. Blöde Nuss wird zubetoniert. Und dann passt das schon. So, 1, 2, dann hier den nächsten. Das passt. Und nach da aber ausgeben. Oh, das habe ich bei denen verkackt. Wie gibst du aus? Du gibst richtig aus, okay. Wieso wird mir das... Das wird mir falsch angezeigt, ist ja auch schön. Dann sitzt du ja wahrscheinlich auch nicht gerade, richtig? Ja. Es ist manchmal ein bisschen ätzend, muss ich tatsächlich sagen. So, das sitzt. Das heißt, wir können Plastik wieder ausgeben. So, so. Plastik und Gummi tatsächlich. Können wir nachher mit einem intelligenten Splitter einfach lösen. So, und jetzt brauchen wir noch die Ausgabe für die Flüssigkeiten. Das heißt, wir sind... Oh, das ist ja unschön. Hier ist ja Kotzgrenze. Meine Güte. Na gut, halb so wild. Machen wir so. Eigentlich kann ich die auch schön übereinander setzen, oder? Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ja. Wir ziehen die hier einfach sauber rüber. Und den passt das schon. Bis hier. Zack. Ja, das ist doch in Ordnung. Wer schreibt mich hier an? Ach, schon wieder so ein scheiß Vieh, ey. Der rennt mir wieder überall zwischen Mank. Ich sag's euch. Ich sehe das schon kaum. Ist das okay? Ja, das ist optisch voll okay. Das nehmen wir so. So, wieder Kreuzstücke dran. Eins. Zwei. Ja, du musst mir jetzt im Weg rumrennen, oder was? Alles klar. Gönn mir hart. Da eins hin und hier auch noch eins. Für die Reste. Dann darfst du hier auch ausgeben. Ne, bei Öl muss man wohl immer ein bisschen beachten, dass man dass die Pumpleistung auch reicht, um es von A nach B zu bringen. Ich hoffe einfach mal, dass das hier kein Problem ist mit dem bisschen. So, dann können die eigentlich schon an Strom ran. Machen wir das von hier? Machen wir von hier. Ja, macht mehr Sinn. Wir brauchen eh zwei Stromlinien, obwohl wir könnten das mit dem besseren machen, aber nö. Nö, 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 nö. Strommast.
Packen wir immer hier direkt an die Merger ran. Nicht genug Freiraum. Da ein. Da ein. Da ein. Und da ein. Du kriegst von da, du von da. So. Zack. So, dann haben alle Saft. Ne, mehr oder minder. Und du kannst das erstmal. Du bist voll. Na, leck mich fett. Ja, logischerweise. Da hängen die Dinger da dran. Aber die brauchen wir aktuell nicht. Wir müssten so aus. Ja, sehr schön. So, dann gehen die ans Netz. Können noch nicht allzu viel abgeben. Das ist jetzt aber erstmal noch kein Weltuntergang. So, dann bauen wir hier einmal fix Stützen rum. Zack. Und zack. Einmal hier ran. Einmal hier ran. Und einmal. Was nun? Rohrnetze, verschiedene Flüssigkeiten. Hä? Ah. Ja, Logo. Ich bin ein Idiot. So. So, dann kommt hier. Wir müssen ja eigentlich hier drüber. Zack. Was? Das passt nicht? Ehrlich? Was ist denn das für ein Scheiß? Euer Scheiß ernst? Bei den Dings geht das einwandfrei. Oh, kommt das nochmal wieder alles weg. Und geht eine Etage nach oben. Ja, habe ich nicht genug Röhren, ist klar. Weg, weg, weg. Und dann nehmen wir die hier halt. Einmal kicken. Eins. Zwei. Einmal Zufuhr. Und dann haben wir hier einmal die Abfuhr. Eins, zwei. Ein Rohr hier lang, ein Rohr da lang. Das wieder weg. Scheiß noch eins. Dann können wir es gleich richtig machen. Gucken, dass wir hier hochkommen. Müsste, passt das so? Ja. Ich glaube, wir können wieder einen näher ran. Zack. Ne, leider nicht. Wäre auch zu schön gewesen. Und dann geht das hier ran. So, dann die Kreuzung. Eins, zwei, drei und vier. Und dann schließen wir die erstmal wieder. Ach nein, das ist doch scheiße. Und jetzt ist echt der Strom alle. Mist, 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 Mist. So, wir sind da auch noch zu nah dran, ey. Okay. Gut. Dann gehen wir hier ein weiter weg. In Interesse der Gleichmäßigkeit gehen wir so weit weg sogar. Das wieder ins Laufen zu kriegen, wird ja gleich ein Fest. Das wird ja richtig toll. Was für eine Scheiße. Zack. Zack. Das auch weg. Und das auch. Dann gehen wir einmal bis hier. Und machen dann hoffentlich so. Ja, sehr schön. Ist mir das gerade genug? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ich gehe nochmal ein vor.
So ist okay. Jetzt ist dieser blöde Strommast im Weg. Ich glaub's ja nicht. Irgendwas ist immer, ne? Zack. Und dahin. Und darüber. Ja, ja, ihr braucht Petrokoks. Alles klar. Habe ich verstanden. Okay. Das passt soweit. Da haben wir ja zum Glück noch ein bisschen Flüssigkeit drin. Das heißt, wir können erstmal nachher Sachen vom Netz nehmen. Das ist also nicht das Problem. Dann haben wir hier ein Teilstück, das das Ganze rüberfuddelt. Mal nach da. Halt, 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 halt. Nee. Wir gehen hier schon ein höher. Und dann machen wir nämlich hier so ein hin. Zack. Setzen das hier rüber. Ne? Vielleicht expandieren wir ja irgendwann noch. Dann machen wir nämlich. Und dann pumpen wir das hier hoch. Wie gut ist das? Weil wir hier ja eh nach oben. Nein! Mann ey, Markus, was los? Irgendwie bin ich heute hustig. Und niesig und so ein Scheiß. Das ist mir dann wiederum zu krumm, ne? Wir gucken mal. Das geht und. Das geht auch sehr schön. Wenn man das hier halt doppelt, ist jetzt kein Weltuntergang. Obwohl, irgendwann muss hier vielleicht mal eine Kupplung ran. Nochmal anders. Moment. Wir machen so, wir machen... So, und dann legen wir das hier rüber. Und dann bauen wir hier die Kupplung ran. Hier brauchen wir sie oben, genau. Das müsste passen. Gehen sauber dahin. Jo, das gefällt mir. Und dann gucken wir wieder, dass... das hier sauber rangeht. Die dürften nachher ein bisschen versetzt sein, die Kupplung, weil die anderen ja andersrum stehen. Du dahin. Du hierhin. Und du hierhin. Daran, daran, daran und daran. Und jetzt brauchen wir hier noch zwei Raffinerien auf der Seite, die wir dann ansetzen. Nur können wir eigentlich direkt hier ansetzen. Dies passt schon. Gucken wir nur, dass wir da auf einer Höhe sind. So. Und oh, die sind auch ekelhaft groß. Meine Güte. Und so. Und dann ist das hier trotzdem das gleiche. Das ist ja geil. Das fetzt ja für eine Mark. Klären wir einmal hoch. Zack. Ja, tatsächlich. Gleiche Höhe. Perfekt. Einmal hier. Und einmal hier. Zack. Und. Ja, doch, das passt. So, und ihr macht Petrokoks. Du volle Lotte. Na, eigentlich brauchen wir nicht beide volle Lotte. Du hast einen Bedarf von 40, sollst aber nur von 30 haben. Das heißt 75%. So, und du auch 75%. Gut. Dann müsste das passen. Und dann müssen wir hier hinten noch die Abfuhr regeln. Das können wir ja ganz leicht mit denen hier machen, ne?
Ja. So, so. So. Ja. Und bitte da lang abfüllen. Zack. Zack. Und da rein. Sehr schön. Und dann brauchen wir, wie immer, erstmal einen Husten. Hier raus und daraus. Dann sind wir ein zu flach, wa? Ja. Dann gehen wir einen höher. Habe ich jetzt auch keine Schmerzen mit. Und dann machen wir das hier hinten nämlich auch mit dem Lift. So. Von danach. Da. Von danach da. Hier einmal einen Lift dran, der das Ganze da reinschmeißt. Du kommst weg. Und Merger. Das dann möglichst gerade ist. Obwohl, wir können auch einfach so machen. So, so, so. Das ist vielleicht etwas genauer. Da passt's, sehr schön. Gut. Wo ich glaube, ich lasse die Türme einfach so stehen. Ich meine, sieht ja jetzt nicht scheiße aus oder so. Das muss logischerweise weg. Nach da. Also, Verteilertürme ist auch cool. Wenn sie denn richtig gebaut werden. Denn, denn, denn. So. 6. Fusionator nach da ausgeben und auch nach da ausgeben. So. Jetzt. Warum? Wieso? Weshalb? Warum ist das so? Also. Nee, das geht nicht. Ist das vielleicht einfach nur ein Weg? Warum gehst du da nicht ran? Was soll das? Ach, das ist der Eingang. Ich bin ja auch ein Idiot. Ich habe die falsch rumgebaut. Weg, 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 weg. Kein Wunder, dass das vorhin so schön mit den Rohren gepasst hat. Na, jetzt richte ich sie aber aus. Das lasse ich mir ja jetzt nicht nehmen, ne? So. Und dann müsste das mit dem auch wieder passen. So. Wir brauchen das obere Rohr. Ist das gerade? Ja. Das passt. Jetzt aber. Jetzt passen die Türme wieder nicht. Na, oder? Nee. Natürlich nicht. Mann, 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 Mann. Schön beim Bauen verkackt. So. Aber haben wir hier noch eine Leitlinie? Nee, doch. Aber nicht bis hier hinten. Scheiße. Dahin die Ausgabe. Igitt. Warum ist das so? Ist ja beim Aufnehmen mal richtig ätzend. Zack, zack, zack. Und jetzt aber. Na, seht ihr wohl. Es funktioniert ja doch. Darüber. Ihr macht Petrocokes. Das sitzt. Du machst auch Petrokoks. Kommt wahrscheinlich noch nichts an, weil hier zu wenig in der Nebenproduktion ist. Wie sieht's aus? Ja, keine Flüssigkeit. Da, und vor allem keine Power. Was erstmal ganz schön scheiße ist.
So, wir gucken mal, was wir jetzt ans Laufen kriegen. Und was hier vor allem das Problem ist. Wieso hast du kein Wasser? Das ist ja Blödsinn. Das ist ja richtig Blödsinn. Können wir das hier einen weiterziehen? Kommst du weg? Du kriegst hier den Anschluss und dann machen wir hier aber noch einen ran. So. Zack. Du hast noch Petrokoks. Du hast keinen Treibstoff mehr. Du hast noch ein klein bisschen Treibstoff. Und du hast auch noch Treibstoff. So. Dann machen wir es folgendermaßen. Wir nehmen das hier runter, teilen das einmal, packen die Hälfte wieder rein. Die andere Hälfte. Das kriegst du. Du hast noch und ja. Dann kriegen alle noch Strom. Ihr habt Strom, ihr kriegt Strom. Sammelt das mal ein, dass das hier nicht rumliegt. Und dann bauen wir eine Stromleitung lang. Hier lang geht natürlich nicht. Muss hier noch eine hin. Hilft ja alles nichts. Ist hier frei? Ne, hier ist nicht frei. Das wäre noch geil. Hier so einen Stromaufbau drauf haben. Das wäre echt noch schön. Aber gut, gehen wir erstmal so hier lang. Bis hier. Und bis hier. Ja. Wir leben erstmal so damit. So, theoretisch können jetzt alle anfangen zu produzieren. Fragt sich nur, wie unsere Stromauslastung ist. Ja. Okay, wenn die anderen beiden Raffinerien rangehen, wird es echt eng. Aber sie laufen erstmal. Und da kommt schon Petrokoks. Sehr schön. So. Wenn das hier stillsteht, brauchen wir irgendwann nochmal einen Merger, ne? Der hier den Overflow, einen intelligenten Splitter, der den Overflow abführt. Das machen wir bei dem hier. Ich hoffe, ich habe Dings dabei. AI-Splitter. Oh, genau einen habe ich da. Das ist ja unglaublich. Wahrscheinlich der, den ich vorhin weggerissen habe. So. Und so. So. Nach rechts bitte Petro. Nee. Links Overflow. Und rechts Petrokoks. P. Petrokoks. So. Und dann können wir hier nochmal einen Shredder hinbauen. Tada! Wie platzieren wir den? Na, nicht so eng. Will ich den hier haben? Kann ich den nicht auch hier hinstellen? Ne, ist auch doof. Ja, den bauen wir hier hinten ran. Wir könnten eigentlich auch. Wenn sich das. Wir können da hinten auch ab. Wir können eigentlich überall abnehmen, wo wir lustig sind. Wir sind ja nicht dazu verdammt, das irgendwie hier hinzubauen. Können wir noch hier hinbacken. Oder hier neben. Ja, ich baue den daneben. Quasi hinter diese Reihe. Wie viel haben wir hier? 1, 2, 3. Machen wir das hier auch. 1. 1, 2, 3. Das heißt, der hier.
Das reißen wir weg. Mal wieder die Glasfundamente. Zack, zack, zack. Ja. Geht so. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nix 3. Hier, so. Jetzt kommt's hin. Und der nächste wäre wieder richtiges Fundament. Okay, gut. Schredder, also nach... Hier brauchen wir Platz. Brauchen wir hier Platz? Wir bauen ja erstmal nach da weiter. Eigentlich können wir hier einen Schredder hinbauen. Awesome Schredder. Damit der uns die Dings abfängt. So, jetzt den Ausgang gucken, dass der sitzt. Und dass der Schredder auch irgendwie halbwegs sitzt. Ist das so okay? Ne, eins zurück gehen wir noch, ne? Und dann sitzt das mit der Platte. Hier machen wir so. Das nehmen wir einmal weg. Da machen wir einen intelligenten Splitter ran. Wofür wir allerdings einen AI... Dings brauchen. Scheiß noch eins. So. Und so. Die wieder anschließen. Ah, fällt wieder die Hälfte weg hier, ey. So, intelligenter Splitter bekommt von da rein, geht nach da weg. Sehr schön. So, so. Und so. Nach rechts bitte Überschuss und nach links Petrokoks. Petrokoks. Sehr schön. Und dann sollte das laufen. Ihr produziert. Nehmt 40 ab. Ach, ich kann nicht noch runtertacken, ne? Ihr braucht ja nur 30. Zack. Sollte er 30 brauchen. Und hier das gleiche. Dann kommen wir genau auf 60. Den Strom können wir uns erstmal sparen. Irgendwann takten wir das dann wieder hoch. Und dann sitzt der Scheiß. Wie gut ist das? Wie gut ist das? So, damit haben wir Gummi in Produktion. Genauso wie Plastik. So, das Ganze muss aber noch irgendwo hin verfrachtet werden. Sonst wird das hier nichts. Wo machen wir denn da das Lager? Zack, 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 zack. Zack, zack, zack. Zack. Hier haben wir doch schön Platz. Sehr schön. Erstmal holen wir Kettensäge. Und die Nüsschen. Haben natürlich überhaupt keinen Brennstoff mehr. Wie kann das denn sein? Ich habe doch gerade da hinten die ganzen Kraftwerke abgerissen. Da müsste mehr als genug Treibstoff sein. Ich glaube, hier liegt der. Jupp. So, die läuft wieder und wir nehmen gleich eine AI-Splitter mit. Ich hoffe, ich habe noch welche hier. Ja, sehr schön. Läuft. Oh, schöne Anlage geworden. Das ist ja herrlich. So, dann machen wir erstmal hier ganz normal weiter. Bis hier. Ja. Und dann haben wir hier einmal so einen AI-Splitter hin. Und zwar, nee, wir gehen noch einen weiter. So. Ich schließe das hier erstmal an. So. Damit das überhaupt erstmal dran ist und unsere Produktion weiterlaufen kann, weil die steht gerade ein bisschen still, ne? Na, ey. Blöde Sau. Und dann bauen wir uns zwei Container. Spezial. Na, wo ist er? Organisation, hier ist er. Und dann kommt einer auf die Seite. Mittig bitte.
So, und einer auf die. So mittig wie möglich. Und dann. 1 bis hier und rum. Zu teuer. Oh, ich habe keinen Stahl mehr. Fick die Henne. Fick die Henne. Ich glaube das nicht. Haben wir hier noch Stahl? Wir haben keinen mehr. Oh, bisschen was haben wir noch da. Sehr schön. Ich glaube nicht, die Produktion steht hier schon lange, lange still. Und das ist ganz schön doof. So. Du gibst das nach da ab. Wieso ist der so weit weg? Können wir, glaube ich, eigentlich daneben stellen. Auf die Platte. Jo. Und du nach da. Und dann ist der linke Ausgang Kunststoff und der rechte Ausgang ist Gummi. Machen wir so. Klingt gut, oder? Rechter Ausgang. Ach nee, das ist ja Blödsinn. Doch. Links Kunststoff. Rechts Gummi. Gummi, 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 Gummi. Jetzt die EFG, Farbstoffgewebe, Gummi. Und dann geht's los. Zack, zack. Und irgendwann bauen wir hier nochmal einen Schredder hin, der uns die Überschüsse wegschreddert. Das dürfte ja auch relativ fix gehen. Machen wir eigentlich können wir das gleich machen. Was soll der Geiz? Ne, weil wenn wir die Überschüsse in dem Fall nicht weghauen, haben wir einfach über kurz oder lang das Problem, dass hier einfach alles stillsteht und auch die Energie nicht weiter produziert wird. Was ja mal unglaublich dämlich wäre. So, also. In der Mitte geben wir dann den Überschuss aus. Und dann bauen wir doch. Hier passt da kein Schredder hin, ne? Tja, leider Natur, musst du weg. Tut mir ja sehr leid. Zack, du auch. Leider keine Daseinsberechtigung mehr. Die Industrialisierung hält Einzug. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alles steht. Wunderbar. Kriegen wir hier einen Schredder hin. Awesome Shredder. Ja, den können wir doch relativ sauber daneben bauen. Ja, wo ist der Eingang? Da ist der Eingang. Das passt doch noch, oder was? Zack. Ja, das passt sauber. Sehr schön. Die stehen hier eh ein bisschen über. Und den sitzt das. Den machen wir nämlich einfach so. Zack. Machen wir das so? Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich das so mache. Nö, machen wir nicht. Wir machen so und dann haben wir hier ein Splitter hin oder Fundament. Nee, wir machen das ganz normal mit denen hier. 1, 2. Ist das gerade? Sieht irgendwie schief aus. Gehen mal einer hinten. Es tut mir leid, Leute. Irgendwie bin ich heute kratzig. So, zack. Bringen wir den Schredder noch an Strom und dann steht das doch auch. Zack. Kommen wir hier rüber. Boah, das können wir gleich. Nee, dafür brauche ich die Fusionatoren. Damit ich das richtig sehe. Also machen wir erstmal so und so und gucken dann, wie wir es machen, wenn wir das weiter ausbauen. So. Ich glaube, wir haben genug Strom. Warum seid ihr alle gelb? Nicht genug Flüssigkeit. Wieso denn nicht? Fehlt hier Öl? Brauchen wir hier eine Pumpe? Warum lebt das nicht? Weil du keinen Strom hast. Das ist ja auch geil. Wieso hast du keinen Strom?
Dann hol ich mal Strom. Ihr habt alle keinen Strom. Das ist ja auch gut. So, dann bist du da angeschlossen und du da angeschlossen. So, der Strom. Und der eigentlich nur, um es zu haben. Du kannst eigentlich auch weg. Dann gibst du den Strom nämlich nach hier erstmal weiter. Und dann probieren wir gleich noch was aus zum Ende der Folge. Ach komm. So geht's. So, jetzt sollte wieder alles laufen. Was ist denn da los? Ich glaube, da oben hat sich Dings verewigt. Na, wie heißt er? Yoshi! Den muss ich jetzt, glaube ich, live vor der Kamera ein paar von Latz hauen. Wann kann man das schon mal? Tach. Rups und Abflug. So. Du bist jetzt das Mahnmal. Ist eigentlich ganz geil, oder? Rückstände. So. Zack. Hat hier alles seine Ordnung. Oh, was reiße ich da jetzt mit ab? So. Ich habe schon wieder irgendwas drin, was nicht drin sein sollte. Diese Dinge sind aber auch frickelig. So, machen wir es einzeln. Damit das hier, das ausgeklügelte Konzept nicht gleich wieder einen Abgang macht. So. Ihr produziert keine Power. Wieso habt ihr keine Power? Ihr solltet von hier Strom kriegen, kriegt es aber nicht. So, jetzt habt ihr Power. Sehr schön. Wir brauchen 30 pro Minute, das ist auch sehr schön. Die haben noch Reserven. Und da kommt schon wieder der Nachschub. Sehr schön. Weggeschreddert wird am Ende hier, das ist auch schön. Und ich glaube, damit läuft alles. Und der Hund dreht schon wieder frei. Herrlich. Was wäre ich ohne ein Maskottchen? Ja, jetzt kommt das alles hier. Kommt alles in Wallung. Hier wird abtransportiert. Wir haben Gummi und wir haben Kunststoff. Wie geil ist das denn? So, dann probieren wir jetzt noch was aus, weil ich es selber noch nicht ausprobiert habe. Und auch gar nicht weiß, ob das fertig ist. Aber ich habe kurz bevor ich hier angefangen habe, da hinten nochmal einen Hypertube-Eingang gebaut. Der rein theoretisch schon bis in die Basis gehen könnte. Bin mir auch nicht sicher, ob ich wirklich alles durchgehend durchgezogen habe. Wir gucken mal, wo wir rauskommen. Na, dann können wir uns gleich mal hier die von Yoshi gebaute Brücke angucken. Hier oben drauf sollen irgendwann die Gleise, unten wird zum Laufen sein. Wobei ich eventuell unten nochmal durch Glas austauschen werde. Damit man da ein bisschen runter gucken kann. Ne, was wir festgestellt haben, man kann auf diese Einlässe hier genauso einen Hypertube-Eingang drauf patchen. Was natürlich ganz cool ist. Das heißt, man kann die anderen auch noch für Förderbänder benutzen. Und jetzt gerade ist der Strom rausgeflogen. Warum auch immer. Schaffen wir das noch nachzugucken? Ja, die Zeit gönnen wir uns. So, und hier kommt jetzt gleich der Bereich, wo ich den nochmal nachbessern möchte. Ne, hier will ich das noch sauber abgerundet lang bauen. Und hier ist Ende. Naja, das ging dann noch. Ne? In der sauberen Kreisbewegung will ich das dann da oben hochführen. Und ja, warum? Ich könnte auch, wie gesagt, hier soll ein Zug langfahren irgendwann. Ich könnte das auch hier hochführen. Oh, das wird Strahlung, das wird Strahlung, das wird Strahlung. Das wollen wir nicht. Ich könnte das hier hochführen, aber ich finde das irre langweilig. Ne, ich will das hier schön außenrum haben. Das ist, was war da oben? Irgendwas war da. Auf jeden Fall war ich da schon. So, dann kommen wir nämlich. Ich muss gerade mal gucken, wo wir da ankommen. Genau, dann kommen wir hier an. Und könnten das Ganze hier hinführen.
Hier würde ich dann nochmal eine Brücke rüberziehen. Bis nach hier. Und dann wären wir tatsächlich schon bei unserem Staudamm. Wie gut ist das? Da ist der Staudamm, hier ist die Produktion für den Staudamm. Und hier ist aus irgendeinem Grund noch nicht fertig. Das ist ja doof. Das machen wir jetzt noch. Das machen wir noch. Scheiß auf den Strom. Was? Nicht genug Freiraum. Ganz unschön. Nicht genug Freiraum, nicht genug Freiraum. Hier ist genug Freiraum. So. Nee, Wandöffnung will ich nicht. Ich will einen Eingang. Und ich will dafür Strom. Und dann kommen wir tatsächlich. Die Frau hat Hitzewallung. Gucke ich gleich. Ich bin gleich fertig. Dann kommen wir erstmal hier in den Turm. Dann kommen wir am kleinen Damm vorbei. Bis nach hier hinten. Ich glaube, das werde ich nochmal verändern. Das gefällt mir so nicht. Dieses Schräge. Und bergauf ist man ganz schön langsam. Das ist ja ätzend. Nun habe ich hier einfach über den Dings rüber geführt. Die Hypertube, es geht doch wesentlich schneller, als wenn man hier zu Fuß lang rennt. Hätte ich tatsächlich kaum gedacht. Zack, zack, zack. An unserer Wasserkraftwerken vorbei. Man kann echt einen schönen Rundgang hier machen. Schwupp, schwupp. Am Verteilnetzwerk vorbei. Dann führt der Weg tatsächlich erstmal hier hoch. Brrrt. An den Kohlekraftwerken vorbei. Einen schönen Überblick. Oh, das war dumm. Aber ich habe es überlebt. Warum ist denn da keine Verbindung? Was ist denn hier los? Das hat mir doch irgendwer weggelöscht. Irgendein Schwein. Ich bin mir ganz sicher. Das habe ich so nicht gebaut. Ich sehe gerade, ich könnte eventuell, wenn wir bis hier hingehen und hier so machen. So, 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 so. Na, komm. So und na, noch ein bisschen runter damit wieder. Nehmen wir mal zwei. Dann haben wir hier, glaube ich, eine relativ. Ja, sauber. Das gefällt mir doch viel besser. Und dann nehmen wir das auch nochmal weg. Können wir hier eventuell sogar so machen? Das wäre ja Opti. Aber wahrscheinlich nicht. Die brauchen so viel Platz, die Teile. Das ist echt ätzend. Na gut, dann kommt der nochmal weg. Und führt dann halt nach unten. Das ist auch nicht weiter wild. Na komm. So. Und dann gehen wir darüber. Und dann wird der auch angekommen. Halt, bevor ich hier wieder irgendwas massiv verkacke. Und da einsteige und dann hier quer durch die Landschaft fliege. Dass das nur mit. Warum kann ich. Setzt er da eigentlich nicht automatisch eine Wandhalterung? Das wäre irgendwie viel cooler. So, jetzt muss ich das da nur noch irgendwie rumgeführt kriegen. Jetzt macht doch hier nicht so einen Lärm, du Scheißding. Was soll denn das? Da sehe ich natürlich nix. Wie sie sehen, sehen sie nix. Wir gucken mal, ob man von hier oben ein bisschen mehr sieht. Ja. Das ist aber auch Kacke. Wir nehmen mal so eine Wandstütze hier. Jo, auf die Distanz. Super geil zu bauen. Na. Na, na, na. Na, na, na. Wir gehen nochmal ein Stückchen höher. Und dann bis. Das ist zu hoch. Warum komme ich da nicht ein? Runter. Komm schon. Passt das? Tatsächlich. Ich werde verrückt. Nee, die Richtung. So. Und dann passt das.
Schön. Schön, 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 schön. So ist feini. Ja, und das ist meine neue Hypertube-Line zum Öl, dass wir da nicht so ewig lange brauchen, um da hinzurennen. Ne, ich dachte mir, das wäre vielleicht mal eine schlaue Idee. Ich muss mir nur merken, welcher Ausgang das ist. Ich glaube aber, es ist der ganz rechts. Zack. Ja, ist es. Und dann kommen wir auch schon wieder zurück. Was ich noch machen werde, ich werde am Damm, glaube ich, so ein Kreuzstück bauen. Nur, dass ich einmal beim Damm raus kann und einmal beim Öl. Ne? Weil die Strecke ist sonst echt schon ganz schön lang. Und ja, Hypertube-Strecke habe ich halt nebenbei gebaut, während Yoshi die Brücke gemacht hat. Weil ich mir dachte, ey, hierbei zugucken, wie ich hier einfach nur blöd Rohre verlege, ist jetzt auch nicht der Oberreißer. Das kann man auch ohne euch einmal fix machen. War ja wirklich nur hier immer einmal so ein Ding drauf pflastern und fertig. Ne, das einzig Interessante war wirklich da hinten an der Basis und das Interessanteste davon habe ich jetzt gerade gemacht. Also von daher, nehmt es mir nicht übel. Ne, ich mache immer nebenher ein bisschen was, damit wir auch ein bisschen Progress haben. Weil ich hatte das Gefühl, die letzten paar Folgen war die ganze Zeit nur das Zentrallager irgendwie anzuschließen. Und das war ja irgendwie auch Tinnef, ne? Das bringt ja auch nicht viel. Ne, und hier wollte ich dann so eine Verteilerstation nochmal machen. So, hier düsen wir durch die Brücke durch. Das ist ein bisschen befremdlich. Schub, schub, schub. Aber dann sind wir auch schon hier. Super geil. Sehr schön. Wir sparen uns jetzt tatsächlich die Ölgeschichte noch. Ich gucke irgendwann mal, was das mit dem Strom auf sich hat. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ne, wir beenden das Ganze mit einem Blick auf den Damm. Was haltet ihr davon? Zack. Auch wenn man ihn da nicht viel von sieht. Der ist jetzt, wie gesagt, gelb. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Erzählt es euren Freunden, erzählt es eurer Familie, erzählt es euren Kindern, wie geil das bei Ragnar Bertoldsen ist. Und dann werden das mehr Leute, dann können wir uns mehr unterhalten, haben mehr Spaß und alles ist cool. Ansonsten wünsche ich euch ein wunderschönes Wochenende jetzt noch. Haltet die Ohren steif, genießt das schöne Wetter. Ich hoffe, es ist dann noch schön. Und bis zum nächsten Mal, euer Ragnar Bertoldsen.